Es gibt weiter hier beim Anfest. Ich hoffe, ich komme zu spät. Was bedeutet dies, Rieben? Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid, hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Ihr wandert in dunkler Nacht. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht diese Zeichen, sanft und schwach. Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Hört ein Geräusch! Wer hätte es gedacht? Dein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch! Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Hört ein Geräusch! Wer hätte es gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Wer bist du? Er weiß es. Oh. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Ach du Schande. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen! Gute Leute, verlasst diesen Ort nicht! Ihr dürft den Kreis nicht brechen! Alles ist still, nirgends mehr Funken. Welche Gestalten sind im Dunkeln? Das ewige Feuer! Alles ist still, nirgends mehr Funken. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Ach so, Schande. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit!
Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen! Der heilige Boden ist blutbefleckt! Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Nicht schlecht. Alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Es klart auf. Ja, genau. Zuerst zu den Schmied. In der Nähe. Okay, dann vielleicht hier.
meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. Oh. In den Wald? Alleine? Du weißt doch, wie. Verlässliche Waffen aller Art. Ich möchte, dass du etwas. Bis dann. Oh. Das bringt ja doch ein bisschen mehr. Verlässliche Waffen. Zeig mir deine Waren. Bis dann. Typ wie du musst. Wie nennt man dich? Kannst du. Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Ich bin kampfbereit. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem, Hammer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Gut, geht in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber Fischfresser hat den Hammer eingesackt. Danke, Hexer. Kleiner Pisser. Du wirst nicht mehr so übermütig sein. Beweg dich! Heya! Hey, das ist doch aus dem Gameplay. Du siehst aber schlimm aus. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter?
weiter. Gehen wir weiter die Straße, dann geradeaus. Gut. Probieren wir es mal. Ich hatte wieder diesen. Er ist da immer schon ganz. Oha, bitte. Los, los! Geht doch. Aus. Gerne ausgemischt. Lauf, Blitze! Komm schon! Schneller. So, machen wir mal den Vater. Heya! Heda, Meister, bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Was ist das? Pass auf, Herr, ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Dieses Monster, erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen, und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid, nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen. Und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend, um jedoch beim Thema zu bleiben. Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwirr ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst.
Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Komm. Sie übertreibst, ne? Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Na schön, Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Okay. Jetzt müssen wir erstmal diesen Geist suchen. Jetzt geht's mal langsam die Viecher auf den Sack. Was jetzt, du Schreck? Das sieht aber schlecht aus. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Ach, das war's schon. Gott, das ist das hoch. Schwöre ich mit der Frau. Scheiße.
Fuck. Ich muss leider mal. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Hab ich keine Bomben mehr? Zertrocknen sich, bevor ich auf die Reusen und so. Das wollte ich jetzt, ne? Das wollte ich noch höher. Setzen.
glaube, ich werde das rausschneiden, wie ich von ab jetzt bis zum Buch komme. Das muss man sich nicht unbedingt angucken. Schneller. Dann schneide ich es wahrscheinlich doch noch, wenn ich hier schon im Weg habe. War ich hier oben schon jemals? Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Hey! So, sieht Buggy aus. Weißer Wolf! Weißer Wolf! Was braucht der Wolf? Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exxon. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld bekommst du sie von mir. Weißer Wolf, weiß! Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weinelau. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht, den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Bis dann. Ich würde ja gerne diese Frau finden. Aber ich wüsste wo. Scheiße, doch, ja. Nicht so schnell, Plötze. Komm jetzt. Und hier oben war dieser verlassene Traum.
genau an. Was soll's? Erstmal mal hier hin. Ach, das ist die. Ich sehe die Schrankkabel, ne? Oh shit, ein Basilisk. Gut. Mache ich erstmal wieder einen Schritt.